Ja, das war nicht so gut, aber da steht sie jetzt, die Retro Station. Ich bin soweit fertig, bin mega zufrieden, wie das Ganze halt soweit funktioniert ist und wie es jetzt aussieht. Und wie ich das Ganze gebaut habe, das hast du vielleicht, falls du mir auf Instagram folgst, schon gesehen. Falls nicht, unbedingt auch meinen Kanal auf Instagram abonnieren. Ebenso möchte ich natürlich jetzt hier in diesem Video nochmal dir kurz zeigen, wie ich das Teil zusammengebaut habe und dabei wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Für den Gehäusebau geht es aber natürlich nicht hier weiter bei mir am Schreibtisch, sondern ich nehme dich jetzt schon mal mit in die Werkstatt. Muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Holzwerker, also ich werde jetzt auch keinen Holzkanal aufmachen oder ähnliches, aber ich denke, es ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Was ich mir gekauft habe im Baumarkt ist eine Leimholzplatte und zwar ja eine ganz normale Multiplexplatte. Ich glaube, die hat 12 oder 15 mm. Musst du selber mal schauen, was dein Baumarkt da zur Verfügung hat. Beides sollte ohne weiteres gehen. Und habe erstmal oben die Lautsprecherbox sowie halt den Monitor so ein bisschen so in dem Winkel halt hingestellt, wie ich das gerne hätte, sodass ich so ungefähr mal eine Idee habe, wie groß das Ganze dann werden soll. Und diese Maße habe ich mir dann auch kurzerhand auch angezeichnet dann hier auf diese Holzplatte, sodass ich dann schon mal weiß, okay, ja, so in etwa vom Winkel her, das war mir nämlich auch wichtig, soll das Ganze dann noch werden und dass ich so ein bisschen eine Idee habe, okay, wie sind denn überhaupt die Dimensionen hier und wie groß soll das Ganze dann werden. Nachdem ich dann diese Maße halt mit übernommen habe, wie groß das eigentliche Bauteil ist, das heißt Lautsprecher und natürlich auch den Monitor, habe ich dann nochmal, ja, so ungefähr 2 cm halt immer dazu gerechnet, weil ich dann ja auch irgendwie noch ein bisschen Platz brauchte halt für den oberen Deckel und so weiter, also für das Holz an sich von der Holzstärke her. Und aus dem Grund habe ich halt immer noch mal ein bisschen dazu genommen von den Maßen und mir das dann halt auch wiederum auf das Holzstück mit übertragen. Ebenso habe ich dann natürlich auch noch unten für das Joypad und für die Buttons und so weiter halt diesen Platz halt gelassen als Arm- oder Handauflagefläche und auch dieses mir mit eingezeichnet. Und zu guter Letzt, das habe ich nämlich aus einem anderen YouTube-Video entdeckt, habe ich mir einfach ein Metalllineal genommen und das halt so ein bisschen gebogen, weil man dann sehr schön halt so einen Radius bekommt, also so eine schöne, ja, gleichmäßige Kurve, die ich dann ebenfalls mit angezeichnet habe. Nach dem Schritt, wo halt die Seitenteile angezeichnet worden sind, habe ich dann einfach meine Kappsäge genommen, weil ich da immer meinen perfekten 90-Grad-Winkel mitbekomme und habe erstmal oben, da wo der Lautsprecher nachher sitzt, sowie halt unten auch, einfach schon mal einen Schnitt gemacht. Da wusste ich halt, okay, der ist perfekt 90 Grad und das ist halt unten die Vorderkante, sowie halt oben dieses kleine Stück, wo nachher der Lautsprecher reinkommt. Für alles Weitere habe ich mir dann so ein kleines Loch gebohrt, denn ich muss ja irgendwo mit der Stichsäge auch einen Anfang bekommen. Das also mit diesem kleinen Loch und dann halt den Rest einfach mit der Stichsäge dann ausgesägt. Somit hatte ich das erste Teil schon fast fertig. Allerdings ist unten das Unterteil noch ein bisschen zu lang gewesen, so dass ich dann einfach das gemessen habe, wie lange ich halt dieses untere Stück haben möchte und das einfach dann an der Tischkreissäge, ja, mir eingestellt habe, dass ich da ein paar Zentimeter absäge und konnte da nochmal einen geraden Schritt machen und somit hatte ich dann ein Seitenteil schon mal fertig an der Stelle. Nach dem Schritt habe ich dann diese Maße einfach übernommen auf das andere Stück Holz, was ich ja natürlich noch habe. Die Multiplexplatte war recht groß, 1,20 x 60, glaube ich. Und somit konnte ich dann einfach mein eines Seitenteil einfach auf das andere drauflegen, dann halt mit dem Bleistift einmal drum zu, so dass ich dann halt eine Kopie hatte schon mal von meinem Seitenteil. Und jetzt hast du an der Stelle zwei Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Du kannst das Ganze genau so nochmal aussägen, wie ich das gerade eben auch gezeigt habe. Eine Stichsäge reicht da eigentlich im Prinzip auch schon. Du brauchst nicht unbedingt das Ganze mit einer Kappsäge halt machen.
Oder wenn du es perfekt haben willst, kannst du es auch so machen wie ich. Denn ich habe das Ganze dann so gemacht, dass ich mir halt das erstmal grob ausgesägt habe, mein zweites Stück. Und dann das Ganze einfach ja, mit einer Oberfräse gemacht habe. Da gibt es so Bündigfräser für. Das heißt, ich habe mir beide Hälften zusammengezwingt, also mit einer Zwinge zusammengeklemmt. Und dann halt das Ganze mit einem Bündigfräser einmal halt abgefräst, sodass ich dann eine perfekte Kopie hatte von dem ersten Teil. Meine Seitenteile waren jetzt also fertig und jetzt konnte ich damit beginnen, halt Oberseite, Rückseite und meine Monitoreinfassung halt herzustellen. Darum habe ich mir einfach die Breite von meinem Monitor gemessen, den ich einbauen wollte, und habe da so ungefähr 2 bis 3 cm links und rechts nochmal dazu gerechnet. Und diese Breite habe ich dann genommen, um mir dann erstmal meine Rückwand zuzusägen. Das Ganze geht natürlich super einfach mit der Tischkreissäge. Wenn du die nicht zur Hand hast, dann einfach das Ganze mit einer Stichsäge zum Beispiel machen oder mit einer Handkreissäge. Funktioniert ebenso. Oder natürlich auch mit der Hand. Auch das kann man natürlich wunderbar machen. Habe ich das gemacht, dann hatte ich schon mal die Rückseite und dann zusätzlich habe ich auch noch mal oben den Deckel quasi, den habe ich mir auch schon mal passend zugesägt, so dass ich dann halt schon ein bisschen Stabilität reinbekommen könnte, wenn ich das Ganze mal zusammenschrauben sollte. Ebenso bin ich angefangen und habe oben beim Deckel mir auch schon mal so ein paar Hilfshölzer mit reingesetzt. Ich weiß nicht, die haben bestimmt auch irgendwie einen Fachausdruck. Und mit Hilfe von diesen Hölzern ist es dann nämlich dann auch möglich, meine Rückwand einfach fest zu verschrauben, auch am Gehäuse. Und diese Hilfsleisten habe ich überall mit angebracht im Gehäuse selber. Sieht man nachher auch nochmal im Detail. So dass ich dann immer die Chance hatte, okay, ich kann das irgendwo festschrauben, das Ganze. Und genau für diese Hilfsleisten habe ich mir dann nämlich auch an den Seitenteilen nochmal von innen quasi angezeichnet, auf welcher Höhe ich den Monitor denn einbauen möchte. Also in welcher Tiefe sozusagen. Wie viel möchte ich überstehen lassen von dem Rand selber? Und habe mir dann halt dort auch nochmal wieder einen Strich eingezeichnet, um daraufhin einfach zu sagen, okay, ich kann hier an der Stelle auch schon mal meine Hilfsleisten oder Bretter festleimen, so dass ich dann halt wunderbar halt den Monitor auch festschrauben kann dann ins Gehäuse. Zwischenzeitlich habe ich dann auch mal dieses Brett schon mal festgelegt oder diese Blende und die mir zugesägt, die ich für den Monitor benötige. Und hier habe ich das auch wiederum so gemacht, dass ich das Ganze gefräst habe, denn damit bin ich persönlich viel, viel sauberer. Hab wunderbare, klare und gerade Schnitte damit drin. Natürlich hast du da auch wieder die Chance, das Ganze einfach mit einer Stichsäge zu machen. Also eigentlich braucht man für das ganze Projekt nur eine Stichsäge, einen Akkuschrauber und einen Haufen Zwingen. Damit wäre es natürlich auch möglich, das Ganze zu bauen. Natürlich ist es einfacher, wenn man andere Maschinen dann nochmal hat. Hab mir dann ebenfalls ein Brett halt immer dahinter gelegt und dann einfach das Ganze gefräst, genau wie bei den Seitenteilen auch. Das heißt, daher kann man da wunderbar halt irgendwie eine Kopie erstellen oder halt einfach an einer geraden Linie halt dran lang fräsen, sodass man das Ganze dann sehr sauber hat. Im Vorfeld natürlich den Monitor gemessen, das heißt nur den Bildschirmausschnitt und dieses dann mit übertragen auf das Holz und das Ganze dann ausgeschnitten. Ja, und hier sieht man das jetzt auch nochmal, dass ich den Monitor dann recht gut eingeklemmt habe. Das passte bei mir echt gut, muss ich sagen. Hatte da so keine Probleme. Habe auch andere YouTuber gesehen, die das Ganze irgendwie mit dem Weser-Mount festgemacht haben, den Monitor ins Gehäuse. Bei mir klappte das wunderbar, indem ich den einfach nur eingeklemmt habe und dann halt von oben nochmal ein kleines Stück Holz gegengeschraubt habe. Das sieht man am Ende vom Video nochmal. Dann ging es weiter bei mir am Rechner, denn ich habe halt mir eine Vorlage erstellt, wie ich das Ganze ja von den Buttons her halt anordnen möchte. Und das habe ich mir einfach am PC gemacht. Diese Vorlagen, die gibt es übrigens alle auf verdrahtet.info. Schau da einfach mal vorbei. Dort kannst du dir diese dann einfach runterladen. Ja, diese Vorlage einfach ausgedruckt, ausgeschnitten und dann halt auf das Holzstück, was ich vorher schon zugesägt habe, nochmal drauf gemacht und habe mir dann einfach die Mitten einfach mit einem Körner, mir ist nichts Besseres eingefallen, soweit übertragen auf das Holz, so dass ich dann mit so einem, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Fräsbohrer oder so, das Ganze halt passend in 28 mm mir ausbohren konnte. Muss im Nachhinein sagen, ich hätte mal lieber einen Forstnerbohrer genommen, der hätte nicht so viel rausgerissen.
ist nicht so sauber geworden, das Ganze. Das ist auch mein einziges Manko hier eigentlich von dem ganzen Bild hier, dass das halt echt rausgerissen ist. Darum auf jeden Fall einen Forstner-Bohrer nehmen an der Stelle und nicht so einen ollen Billigbohrer, den ich da halt an der Stelle einfach genutzt habe. Nachdem ich dann die Löcher halt drin hatte, habe ich dann noch zusätzlich unter der Platte, weil die doch recht dick war, ich glaube so um die 2 cm hat die nämlich, habe die unter der Platte noch ein bisschen rausgefräst, da wo nachher das Joypad an sich halt eingebaut werden soll. Das einfach aus dem Grund, damit ich noch ein bisschen mehr Höhe gewinne von dem Stick an sich, der halt rausguckt aus der Platte. Darum dort auch nochmal einen knappen Zentimeter auch rausgefräst mit der Oberfräse. Du kannst natürlich auch einfach eine dünnere Platte nehmen und dir diesen Schritt an der Stelle einfach sparen. Ja, zwischenzeitlich hatte ich schon die Rückwand einmal reingeschraubt, wie man hier sieht, und auch die obere Platte schon mal festgeschraubt und konnte dann halt diese Platte, die ich gerade eben ja auch hergestellt habe, für die Buttons und den Joypad, die einfach schon mal festzwingen hier, um daraufhin dann auch wiederum diese Hölzer mit einzuschleimen, die nachher diese Platte dann auch halten sollen. Auf die gleiche Art und Weise habe ich dann halt für Start und Select, das was auf der Vorderseite ist, auch nochmal 2 Löcher gemacht. Und ja, diese Schritte muss ich, glaube ich, jetzt nicht im Detail nochmal erklären. Auch hier die Mitten nochmal ausgemessen, wo ich das ungefähr haben möchte. Und dann halt diese Löcher dort an der Stelle gebohrt. Ebenso auf der Rückseite, da kommt ja nochmal ein richtiger, so ein Kaltgeräteanschluss halt mit dran. Auch dafür das Ganze schon eingezeichnet und halt fest mit montiert. Nachdem ich dann alles fertig hatte, alles ist richtig zugesägt worden von mir und alles passt soweit, das heißt, ich habe auch alles vorher schon mal zusammengeschraubt, konnte ich dann sehen, okay, ich habe alles fertig, es passt und jetzt kann es halt mit der Arbeit losgehen, die ich am wenigsten mag, nämlich streichen. Darum, alles wieder auseinandergebaut, die Werkbank schön ausgelegt mit einem Stück Karton und dann bin ich angefangen und habe das Ganze dann gestrichen. Ja, habe den ersten Anstrich fertig gehabt und dann einen kleinen Fehler, wie ich finde, gemacht. Ich habe nämlich die Instagram-Community einfach nochmal gefragt, wie siehst du das Ganze? Soll ich das Ganze noch ein zweites Mal streichen? Und natürlich haben alle gesagt, ja, natürlich noch ein zweites Mal. Gut, dem habe ich mich natürlich gefügt und natürlich auch alles nochmal gestrichen. Wenn du auch solche Steps mal mitentscheiden möchtest, dann folg mir unbedingt auf Instagram. Das heißt, schau da nochmal vorbei und abonniere mich da und dann kannst du halt diese Schritte auch immer nochmal ein bisschen mitverfolgen. Hast so ein kleines Behind the Scenes und siehst schon Dinge, die andere jetzt erst in diesem Video sehen. Gut, nachdem dann alles zweimal gestrichen wurde von mir, konnte ich dann endlich damit beginnen, was ja eigentlich am meisten Spaß macht, denn alles richtig zusammenbauen. Und das habe ich dann natürlich als letzten Schritt nochmal gemacht, alle möglichen Buttons eingebaut, die Elektronik, die erst ein bisschen später, aber halt schon mal den Bildschirm mit reingesetzt, den Lautsprecher oben mit fest montiert und so weiter, alles festgemacht und dann mir das Ganze mit reingenommen ins Büro, denn hier habe ich doch ein bisschen mehr Ruhe, hier ist es nicht so kalt, so dass ich dann halt hier nun alles richtig verkabeln konnte, was ich hier jetzt auch an der Stelle auch nochmal kurz mit einblende. Das heißt, so sieht das Ganze jetzt von innen aus und so ist es halt verkabelt. Ganz top fertig bin ich noch nicht, denn ich möchte halt beim Strom bei 230 Volt da nochmal eine kleine Abdeckung mit drüber machen, sodass da halt niemand irgendwie aus Versehen mit den Fingern halt rankommen kann und einen Schlag bekommen kann. Ja, und so sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Das heißt, so ist jetzt meine Retro-Station hier fertig. Ich muss sagen, mir hat das Bauen unfassbar viel Spaß gemacht. Es war ein tolles Projekt, eignet sich hervorragend für jede Familienfeier, wo ein paar Kinder da sind und die will man irgendwie ruhig stellen oder für irgendeine Party oder ähnliches. Das heißt, das ist wirklich eine Empfehlung, die ich habe. Ein super geniales Konzept und so weiter. Es hat echt viel Spaß gemacht und ich finde doch, dass sich das Ergebnis auch sehen lassen kann. Wenn du irgendwie noch Fragen hast, du vielleicht Interesse hast und sagst, so ein Bauplan wäre toll irgendwie, wo ich die Maße nochmal mit draufschreibe, dann schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare und ich kann halt auch auf verdrahtet.info den Artikel entsprechend nochmal ein bisschen erweitern. Vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie gesagt, solltest du eine Frage haben, unten gerne in die Kommentare. Den ersten Teil unbedingt natürlich auch noch schauen hier von diesem Bild, wo ich die ganze Elektronik nochmal zeige. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Aber eine Abschlussfrage habe ich dann doch noch. Interessieren dich solche Projekte? Soll ich das vielleicht öfter mal machen hier auf dem Kanal? Dann schreib mir das gerne auch mit unten rein. Ja, jetzt war es das aber auch wirklich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Danke. Ciao.